Die Global Sushi Challenge ist mit rund 300 Teilnehmern aus 14 Ländern der bislang größte Wettbewerb der Sushi-Chefs. Es ist eine Kooperation des renommierten World Sushi Skills Institute aus Japan und des Norwegian Seafood Council mit dem Ziel, das Beste aus zwei Welten zu fördern, japanische Sushi-Tradition und frischen Lachs aus Norwegen. Die Idee ist, dass wir in jedem Land von 14 Ländern einen Finalisten haben, den wir dann nach Tokio zu einem großen Finale schicken, wo er dann die Möglichkeit hat, von den Groß-Sushi-Meistern zu lernen. Wir unterstützen die Competition, weil Metro ist der Partner von Profis. Und ich glaube, wir sind die meistbesten Profis für die Sushi-Koche hier. Und das möchten wir gerne unterstützen. Die kritische Jury achtet auf Kreation, Technik, Hygiene und auf den Geschmack. Die Zutaten, wie sie in der Kombination eingesetzt werden, das Farbzusammenspiel und das Künstlerische, wie man die Geschmäcker betont. Da können selbst wir noch etwas von lernen. Ich bin Karl Mascherpa, habe früher in Hamburg gearbeitet bei Hensler und Hensler. Und jetzt, ich baue meine kleine Laden in Oldenburg. Man kann man nicht genug lernen, sowas, neue Leute kennenzulernen haben, große Meister kennenzulernen haben und neue Sachen zeigen. Und wie ist unser Kreativ? Nicht nur kreativ, wie Geschmack und sowas. Ich wollte fragen, wie kommen die Leute mit meiner Sushi klar, das zu sehen. Ich freue mich, hier dabei zu sein. Monkol Patprom konnte die Jury mit seinen Kreationen am meisten überzeugen.